Ein wunderschönes Hallo ihr YouTube-Menschen und Kellerkinder. Ich bin der Pekko und heute kein Gameplay. Warum ist mein Desktop da? Heute mache ich ein Tutorial und zwar über Twitch und ja, ich möchte meine Erfahrung sammeln, da ich ja jetzt ein Jahr streame und ja, sehr vieles erlebt habe mit Twitch. Ich möchte euch mein Wissen weitergeben, denn ich hatte letztens sehr viele Anfragen bezüglich Twitch, weil jetzt viele streamen wollen und so, ja, ey Pekko, kannst du mir nicht mal ein bisschen helfen und mir bei der OBS-Einstellung helfen? Das war mir ein bisschen zu viel, also zu viele haben nachgefragt, deswegen mache ich jetzt dieses Video, um nicht wieder belästigt zu werden. Nein, belästigt mich ruhig mit Fragen, das ist überhaupt nicht schlimm, aber um die Allgemeinheit ein bisschen zu, ja, so aufzufangen und damit man halt irgendwie eine Referenz hat, um überhaupt erstmal anzufangen. Das ist ja erstmal die größte Hürde. Darum mache ich dieses Video. Und ja, worum geht's? Also ich werde es aufteilen in 4 Episoden und zwar, also ich habe jetzt mein schlaues Buch hier, denn ich muss mir alles aufschreiben, denn ich bin vergesslich. Und ja, in der ersten Episode gehen wir eine kleine Checkliste durch, was wir denn zum Streamen brauchen. Sprich, irgendwie, ja, wir brauchen einen PC, klar. Nee, echt? Ja, und so weiter. Aber das wird in dieser Episode behandelt. Macht euch keine Sorgen, ich bin für euch da. Episode 2 gehen wir OBS durch. OBS, Open Broadcaster Software, ist ein Streaming-Programm. Kostenlos, Open Source und ohne weiteren Gebühren. Richtig geil. Episode 3 wird Twitch und seine Plugins sein. Also sprich, wir gehen durch die Twitch-Einstellung. Wir gucken uns Plugins an. Also nicht Plugins, sondern halt, ja, hä? Plugins? Naja, nicht unbedingt Plugins, aber so nette Gimmicks wie Follower Alert, Donation Alert und ja, den ganzen Schmarrn. Dann in der 4. Episode gehe ich mit euch allgemeine Tipps zum Stream durch, so wie man sich verhält, wie man mit Trolls umgeht und wie man mit seinen Zuschauern umgeht und ja, solche Sachen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Episode an. Es war einmal eine Checkliste. Genau, was brauchen wir alles zum Stream? Wir brauchen natürlich einen Twitch-Account. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr das jetzt machen. Ich kenne mich leider mit Hitbox überhaupt nicht aus, deswegen werde ich das über Twitch machen, da Twitch halt der größte Anbieter zurzeit ist, was Livestreaming angeht. Hier ist die Homepage von Twitch. Hier sehen wir halt die Spiele, die gerade gespielt werden, mit lustigen Bildchen und Covers. Und hier sehen wir halt auch die ganzen Viewer, wie viele denn zugucken. Hier ist jetzt League of Legends auf Top 1. Das ist jeden Tag so. Deswegen, also es streckt sich ins Unendliche. So, und ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Spiele werden angeboten. Natürlich werden Spiele halt, ja, zensiert. Was heißt zensiert? Doch, also sie werden halt rausgenommen und man kriegt, glaube ich, einen Bann, wenn man halt irgendwie so rassistische oder gewaltverherrlichende Spiele spielt. Und sexistische. Also ich, was mir noch einfällt, Honeypop wurde halt zensiert. Also was heißt, man darf das halt nicht mehr streamen, weil es sehr explizit ist. Naja, jetzt drifte ich ein bisschen ab. Wir gehen, falls ihr noch keinen Account habt, solltet ihr einen Account haben, geht ihr auf Anmelden, meldet euch an und dann habt ihr einen Twitch-Account. Ihr geht auf Registrieren. Falls ihr noch keinen Account habt, gebt einen Benutzername ein. Nehmen wir hier Tutorial Mann. Tutorial Man. Yeah. Dann geben wir hier unser Passwort ein. Unser Passwort wird sein. Genau. Hier kommen dann halt die Geburtsdaten hin. Ich weiß nicht, wann ihr Geburtstag habt, aber ich habe nächstes Jahr erst Geburtstag. Hier dann halt eine E-Mail. Das müsst ihr eigentlich besser wissen. Und unten ist dann halt nochmal eine Bestätigung, dass ihr nicht maschinell hergestellt wurdet. Ja, und dann geht ihr auf Registrieren. Ihr bekommt eine E-Mail, müsst diese E-Mail bestätigen und dann habt ihr einen Account. Ganz einfach, ganz simpel. Dann gehen wir über zu PC. Wir brauchen einen PC. Genau, hier ist eine Empfehlung von Twitch.
Man braucht eine CPU. Ganz klar, sonst funktioniert euer PC nicht. Mindestens ein Intel Core i5 4670 oder ein AMD-Äquivalent. Man sollte am besten nicht drunter sein. Es geht zwar, aber man sollte es nicht tun, da... Also es kommt halt auch drauf an, was für Spiele ihr spielen wollt oder was für Spiele ihr streamen wollt. Aber das sind halt wirklich die Mindestanforderungen von Twitch. Ihr bräuchtet dann halt ein 8 GB RAM und Windows 7 Home Premium. Das ist sehr verständlich und ich empfehle halt einfach einen Mittelklasse-PC, wie es halt angeboten wird. Hier ist noch eine Anzeige über die GPU, sprich die Grafikkarte. Twitch sagt, es ist kein großer Faktor. Ich sage, es ist doch schon ein Faktor, was man halt nicht außer Acht lassen sollte, weil man ja auch Spiele spielt. Aber der Otto-Normal-Gamer wird jetzt sagen, okay, ich habe eine gute Grafikkarte, das löbt. Ja, deswegen. Also sollte halt auch DirectX 10 unterstützen, die Grafikkarte. Das ist verständlich, so soll es sein. Gut, was brauchen wir denn noch? Ach ja, wir wollen ja streamen. Darum brauchen wir ein Programm zum Streamen. Wir brauchen OBS. Die ganzen Links schreibe ich unten in die Beschreibung rein, wo ihr alles downloaden könnt. Ne? Wir gehen jetzt hier, stabile Version 0651 Beta. Also auf Open Broadcaster Software, was das ist. Es ist ein Streaming-Programm, was das ganze Geschehen auf eurem Monitor halt zu Twitch sendet und Twitch zeigt das halt den Zuschauern. Das sollte irgendwie ein bisschen verständlich sein und laden wir das mal einfach runter. Auf den Desktop. Blub. Dann warten wir ein bisschen. Geduld. Geduld. Ist immer ganz wichtig. Genau. Sehen Sie. Und dann gehen wir einfach auf Installieren, drücken Ja, gehen auf Next. Please cross it first before New Version. Also ich kann es hier nicht installieren, aber wie man ein Programm installiert, sollte jedem verständlich sein. Denke ich, hoffe ich. Ja, dann installiert ihr das Programm und nochmal so ein kleines Gimmick. Es gibt ein OBS Project Estimator. Was das ist, es ist halt, hier könnt ihr euch eure ganzen Specs ihr könnt eure Specs hier eingeben, sprich, ich habe halt ein i7, ich habe halt auch ich habe eine AMD und ich möchte High Motion spielen, also ich streame ja Oso und es ist halt wirklich High Motion. Also ein Reaktionsspiel und hier gibt man halt seine Internetverbindung ein in Kilobit pro Sekunde. In-Game Resolution. Hier ist halt die In-Game Auflösung, sollte hier draufstehen. Und dann geht ihr einfach auf Recommended Setting. Und hier wird dann halt eine Empfehlung ausgeschrieben von OBS, wie es denn sein soll. Und es wird mir halt empfohlen, auf 30 FPS zu gehen und vielleicht sollte ich mir halt überlegen, auf 60 FPS zu gehen, aber das mache ich halt nur bei Oso. Bei anderen Spielen mache ich es nicht, da es erstens total unnötig ist und beim Zuschauer halt, ja, zu Lags kommen kann. Und, aber das gehen wir später nochmal durch, in der dritten Episode, in der zweiten Episode sogar, wie man halt mit OBS umgeht und was die besten Einstellungen sind. Ja, OBS haben wir jetzt auch durch. Und jetzt kommen wir halt zum Internet, was sehr, sehr wichtig ist. Da gibt es halt sehr viele Debatten drüber. Aber ich sage halt, ich habe da halt eine Meinung zu, die halt so ausfällt. Achtet nicht auf die Downloadrate, sondern auf die Uploadrate. Das ist sehr wichtig, denn ihr wollt ja Daten von eurem PC nach draußen schicken und ihr wollt ja keine Daten woanders runterladen. Deswegen achtet auf die Upload-Rate. Ich empfehle halt eine Verbindung von 2K bzw. 2 Mbit pro Sekunde. Denn ja, geht halt noch am Anfang. Für den Anfang ist das okay, aber mit der Zeit
sollte man sich halt überlegen, vielleicht ein bisschen höher zu gehen, vielleicht 5K, sprich 5000 oder 5 Mbit pro Sekunde oder halt auch auf 12. Also ich habe jetzt eine Businessleitung, da ich das für die Arbeit brauche. Und ja, das läuft eigentlich an guten Tagen, es sei denn, mein Anbieter hat wieder irgendeine Störung hier in der Nähe. Naja, aber das sind halt irgendwie Katastrophen, die ab und zu mal vorkommen können und man es nicht verhindern kann. Deswegen Internetverbindung, Upload vor Download. Denn ihr wollt ja streamen und nicht runterladen. Genau, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Headset. Hier, bitte. Ja, am besten irgendwie gutes. Denn ja, ihr wollt ja nicht irgendwie so einen Blechsound haben, beziehungsweise euch blechern klingen. Ihr wollt vielleicht auch eure Spiele kommentieren. Darum ist für den Anfang ein Headset, ja, eigentlich ganz gut. Ich muss mal einen Schluck trinken, weil mein Mund so trocken ist. Oh. Ja, sprich Headset. Das sollte aber in jedem Gamer-Repertoire vorhanden sein. Und natürlich brauchen wir Spiele auf Steam, auf Origin oder auf Uplay. Ja, genau, Uplay. Ja, man so braucht Spiele. Also je nachdem, was euch Spaß macht und was ihr halt streamen wollt, ist es euch überlassen. Aber ihr braucht auf jeden Fall Spiele. Natürlich könnt ihr halt auch sagen, okay, ich zeichne mehr und ich möchte gerne irgendwie so meine Zeichnungen, wie ich zeichne und sowas auf Twitch veröffentlichen. Das geht natürlich auch. Dafür gibt es eine eigene Kategorie. Und ja, und man kann sogar auch Musik machen. Es gibt eine Musikkategorie und vielleicht wollt ihr einfach nur eine Gaming-Talkshow machen. Das geht auch hier unter Gaming-Talkshows. Oder ihr wollt einfach Poker spielen über einen Browser. Das geht auch. Hier ist auch Musik-Beta. Das ist ziemlich geil. Sorry, ich entschuldige mich. Hier spielen halt die meisten noch Musik. Und einer spielt Hearthstone. Und ja, geht alles. Geht alles, was digital geht. Ja, was brauchen wir noch? Genau, jetzt kommen wir zu den optionalen Teilen. Also optional deswegen, weil man sie nicht wirklich braucht. Aber es kann das Streaming wirklich leichter und einfacher machen. Und da habe ich halt als ersten Punkt Zweitmonitor. Man kann mit einem Monitor streamen. Keine Frage, es ist nicht essentiell, einen Zweitmonitor zu haben. Aber ich finde, ein Zweitmonitor ist deutlich angenehmer. Da man halt irgendwann im fortgeschrittenen Stadium so viele Fenster auf hat, dass man die Übersicht verliert mit einem Monitor. Deswegen, also allein mal, wenn man bedenkt, wie viele Fenster man auf hat. Man hat OBS auf, das ist immer offen. Man hat vielleicht ein Chat auf, das muss offen sein. Man hat vielleicht noch ein Alert, einen stationären. Man hat vielleicht dann noch irgendwie einen Counter oder man, keine Ahnung, man hat noch eine Statistik oder ja, all diese Fenster. Man hat auch noch das Spiel und dann kann man ja nicht immer rausgehen, um Sachen zu beantworten. Und ja, das finde ich schon, ja, angenehm. Es sollte so angenehm wie möglich sein, weil sonst hat man nur Stress. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt, optionalen Punkt, externes Mikro. Ich habe jetzt hier ein externes Mikro. Das ist ein Samsung Meteor, glaube ich. Das hat mich 50 Euro gekostet, aber vom Ton her ist das super, super gut, wie man vielleicht auch hört. Man hört wirklich alles. Und ja, es hat da sogar noch einen Monitoring-Eingang. Also ich benutze das halt, ich höre mich gerade selber. Und das finde ich ziemlich praktisch, da man halt nicht zu laut spricht und auch nicht zu leise, sondern ja, ganz, 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 ganz angenehm. Am Anfang ist es natürlich, ja, okay, mit seinem Headset zu streamen, keine Frage. Aber mit der Zeit sollte man vielleicht irgendwie so zu einem externen Mikro wechseln, da die Stimme dann halt voller wirkt und ja, klarer. Und es ist halt auch angenehmer für die Zuschauer, Entschuldigung. Ja, genau. Dann ein Thema, wo sich halt so die Meinungen spalten, ist halt Greenscreen.
Ich persönlich habe kein Greenscreen, wie man hier sieht. Mein Hintergrund ist sichtbar und es hat halt auch einen Grund. Ich habe halt mit meinen Zuschauern mal darüber geredet, über Greenscreens. Und da waren die Meinungen wirklich verschieden. Einer hat gesagt so, ja, aber wenn du jetzt einen Greenscreen reinmachst, dann geht ja das Persönliche weg. Man sieht halt ja nicht, was im Hintergrund ist. Und es ist halt immer interessant zu wissen, wo der Streamer gerade wohnt und wie er lebt. Und es verrät halt schon irgendwie so einiges an Persönlichkeit, dieser Hintergrund. Aber ein anderer hat halt auch gesagt so, ja, aber ein Greenscreen, das wirkt professioneller. Gut, und ja, ich meine, man hat dann halt nicht so viel Sachen im Hintergrund, was ablenken könnte, und es geht ja eigentlich nur ums Gameplay und den Streamer. Darum sollte der Hintergrund weg, und meiner Meinung nach, also ich sehe es sehr neutral. Entscheidet für euch selbst, ob ihr es braucht oder nicht. Wollt ihr professionell sein oder persönlicher sein zu euren Streamern? Das sei euch überlassen. Kostet nur Geld. Ja, man braucht auch eine Webcam. Wie ihr seht mich gerade. Ich habe von Anfang an, glaube ich, schon eine Webcam eingebaut in meinen Streams, da es halt irgendwie eine persönliche Note gibt. Vielleicht will man als Zuschauer ja auch wissen, wie der Streamer aussieht, wie dieser Streamer ist. Und da ist eine Webcam halt sehr praktisch, da man halt auch sehr viel Interaktion mit den Zuschauern hat. Es ist halt auch schön, ein Gesicht dazu zu sehen. Ja. Das dazu. Studiolampen habe ich als nächsten Punkt. Es ist kein Muss. Es reicht einfach, dass man halt gut beleuchtet ist. Ich habe einige Streams mal gesehen, wo es so wenig Licht gab, dass es halt alles so schwammig wirkte. Und darauf sollte man halt auch schon wirklich achten, wenn man Webcam benutzt, dass man genügend Licht hat. Ich habe jetzt hier eine Studiolampe. Das hatte ich aber noch von der Zeit, als ich Fotografenarbeit gemacht habe. Und ja, es liegt hier halt einfach rum. Und ich benutze das jetzt zum Stream, damit ich gut ausgeleuchtet bin und dass meine Farbe gut in Geltung kommt. Ja, kein Muss, aber es ist schön. Eine Nerdtasse habe ich jetzt. Ja, eine Nerdtasse. Jeder braucht eine Nerdtasse. Als Streamer, wenn man Webcam anhat, braucht man eine Nerdtasse, um sein Gamertum ein bisschen deutlicher zu machen. Vielleicht irgendwie so eine Zelda-Tasse mit einem Triforce drauf oder Spider-Man oder keine Ahnung, das, was ihr, wo ihr halt Fan drin seid, drauf seid und so. Ja, genau. Und als nächsten optionalen Punkt habe ich halt noch Knabberzeug. Knabberzeug? Ja, Knabberzeug. Haltet das immer in Greifnähe. Ich persönlich habe jetzt hier, muss mal hier ganz kurz hintergreifen, ich habe hier 4 Tafeln Schokolade und eine Tüte Popcorn. Denn es kann passieren, dass man halt einfach vergisst zu essen. Das passiert natürlich beim Gamern, das muss ich euch nicht erklären. Ja, und es ist immer gut, irgendwas griffbereit zu haben, wenn man Hunger hat. Denn so eine Streaming-Session kann schon mal 4-5 Stunden dauern. Und irgendwann zwischendurch kriegt man halt Lust, irgendwas zu knabbern. Deswegen haltet euer Stash bereit. Ja, das war's dann halt auch mit den ganzen optionalen Sachen und das war halt eine kleine Checkliste. Wir gehen es nochmal durch. Wir haben einen Twitch-Account. Wir haben einen PC, also Mittelklasse, wenn es geht. Wir haben OBS runtergeladen, installiert und ja, wir haben ein Internet mit mindestens 2 Mbit pro Sekunde Upload. Nicht Download, sondern Upload. Dann haben wir ein Headset, damit wir das Spiel hören können, damit wir zu unseren Zuschauern reden können. Dann haben wir ganz viele Spiele, beziehungsweise Spiele, die uns Spaß machen, Spiele, die wir streamen wollen. Genau, und zu den optionalen Sachen kommt dann halt ein zweiter Monitor, da kommt ein externes Mikrofon, ein Greenscreen, eine Webcam, eine Studiolampe oder generell irgendwie Lampen, damit man halt gut ausgeleuchtet ist, eine Nerdtasse und viel Knabberzeug in der Nähe. Genau, das war jetzt unsere kleine Checkliste für den Anfang. Man sollte bedenken, dass das für den Anfang ist, nicht für Fortgeschrittene, sondern für den Anfang. Ja, und ja, gut, ich hoffe, ihr habt das alles bereit und würde ich sagen, man sieht sich dann halt in der zweiten Episode. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like und hinterlasst mir auch ein Abo.
oder ab. Nein, Quatsch. Nochmal von vorne. Abonniert mich und hinterlasst ein Like. Das wollte ich sagen. Ich wollte erst Follow sagen, aber ja, Streamer. Genau. Und wir sehen uns dann halt in der zweiten Episode, wo wir dann halt OBS durchgehen. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bald. Und ich bin der Pecco. Danke fürs Zuschauen. Besucht mich auch auf Twitch unter twitch.tv/PeccoLP. Da bin ich irgendwie mindestens dreimal die Woche und spiele Osu oder so. Ja, lang geschnackt. Bis zur zweiten Episode. Mein Name ist Pecco. Auf Wiedertschüss.